So, bei uns im Studio sind die Ärzte, Bela, Farin und Hagen. Die Jungs haben mir gesagt, sie wären ein bisschen müde. Warum seid ihr müde? Nein, also wir haben das nur gesagt, weil wir gerne lügen. In Wirklichkeit sind wir total putzmunter, aber also unser Hobby ist halt morgens um 5:30 aufzustehen. Aha. Und das mussten wir halt heute mal wieder machen und da sind wir eigentlich ganz froh drüber. Na gut. Mensch, das ist mal was Positives, was man über euch hört. Sonst gibt es immer so Skandälchen und Skandale. Da gibt es die toten Politiker auf T-Shirts. Dann gibt's indizierte Lieder. Was macht ihr denn demnächst? Vielleicht ein Lied mit Kuhlenkampf zum Beispiel? Nee, wir haben eigentlich erstmal überlegt, dass wir vielleicht demnächst im Denver-Clan auftreten. Es soll ja wieder eine Folge mit Terroristen geben. Und nee, heute sind wir in der Formel 1. Und morgen? Nein, und wir sind im Augenblick im Studio und machen eine neue Platte. Und die Platte ist zugunsten notleidender Musiker, besonders Bela, Farin und Hagen. Mhm. Und ein sogenanntes Ärzte-Aid. Ja. Also da macht er endlich mal was Ordentliches. Hier sind die Ärzte und Radio brennt. Jedes Mal, wenn ich bei dir bin, schaltest du das Radio ein. Immer dann, wenn ich dich küssen will, lass ich es lieber sein. Sie spielen überall dasselbe, Falcos neue LP. Ich höre Madonna und Christenberg, nur die Ärzte höre ich nie. Und darum trete ich dein Radio ein. Und darum hack ich dein Radio klein. Und darum schmeiß ich dein Radio an die Wand. Und darum zünd ich dein Radio an. Und dein Radio brennt. Ich erinnere mich noch ganz genau an unsere erste Nacht. Wir lagen eng umschlungen auf dem Sofa, dann hast du das Radio angemacht. Sie spielten gerade dein Lieblingslied. Mir wurde schlecht, ich zog mich an und dann lief ich schreiend weg. Und darum drehte ich dein Radio ein. Radio brennt, und dein Radio brennt, und dein Radio brennt.